Hallöchen, Hallöchen zusammen. Oh, ha, da geht's schon wieder los. Sehr schön. Und Knallpeng macht's gleich. Jetzt müssen wir Lecker. erstmal ein bisschen ballern. Ja, kommt alles schön. Zwei. Na. Na, nicht so wendig Lecker. tun hier. Ja, bleibt stehen. Okay, den Bug gibt's immer noch. Jetzt komm, los. Da mache ich nämlich auch keinen Schaden. Ich erzähle euch gleich, was ich hier tue. Ah, ist das cool. Hopp, bim, bim, bim. Ist not a bug, it's a feature. Kann ich schon mal sagen. Na, wer bist denn du? Königin Wächter. Ja, Schuss deine Königin. Bam. So weit weg. Na, ja, doch nicht so. Ich will doch. Ach, der will zu mir und kommt an der Station nicht vorbei. Oh, ist der doof. Soll ich dir helfen? Ne, schaffst du selber. Alle. Das sind noch welche, die sind aber weiter weg. Die sind real. So. Ach komm, die helfen mir noch. Die helfen wir noch. 49 Sekunden haben wir noch. Können wir nicht schaffen. Ich habe eine Patrouillenmission hier angenommen. Und habe noch ein bisschen rumgetrickst. Richtig cool. Man kann die Kark nämlich. Danke für Ihre Hilfe. Oh, jetzt gibt es wieder Kohle. Danke für Ihre Hilfe. 300.000, nochmal 100.000. Jawohl, 400.000 mal für den Kampf gekriegt. Bam, bam. Und für jeden Feind, den ich erledige in der Patrouillenmission, kriege ich auch noch einmal extra Kohle. Ich bin mal gespannt. 8 Sekunden noch, dann gibt es Kohle. Millionen! Alter! Wie cool ist das? Wie cool ist das? 3,5 Millionen einfach mal in die Tasche gespült. Für 20 Minuten Sektorpatrouille. Ich habe natürlich ein bisschen getrickst. Container. Also, mir ist aufgefallen. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön. Ah, ich habe hier nochmal Kohle, nochmal 30. Jo, und Rang und alles toll. Und jetzt haben wir Rang 20 schon. Ist richtig cool. Ich habe hier Frommer Nebel 4. Da ist die Kark-Installation. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dass es nicht despawnt. Und hier bei dieser Hightech-Fabrik, da habe ich in der Nähe im Weltraum gespeichert. Gehabt. Und ja, den Spielstand habe ich vorhin geladen und plötzlich war alles voll. Ich war mittendrin im Getümmel. Dachte ich mir so, hey, 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 ob das immer klappt? So, dann habe ich die Quest bekommen. Habe die Kark platt gemacht. Was passt das? Mit denen hier oben? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier liegt der hier oben. Oder sind das alles Asteroiden? Hey, stopp. Schnell. Also reden und konzentrieren ist maximal schwierig. So, Schildgeneratorspule, instabiler Kristall. Die sind auch gut. Ja, und dann habe ich die platt gemacht. Gespeichert. Die Mission hatte ich schon. Hab den Spielstand geladen. Und zack, waren sie wieder da. Und das habe ich jetzt in den 20 Minuten viermal gemacht. Achso, will ich ja. Ja,
Das brauche ich nicht. Da ist nichts weiter. Okay, hier ist, hier ist, hier ist. Gucken wir mal, brauchen wir das? Nee. Nee. Kyonkristall. Erwarte Befehle. Ah, das ist schon am Despawn. Ich glaube, die brauchen wir für Antriebs-Tralala-Modifikationen. Oh, ist viel zu weit weg. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt speichern, den Spielstand laden und dann haben wir hier gleich wieder eine Kargflotte. Die werden dann hier nämlich direkt, ja, gespawnt. Ist ja mal richtig cool. Und wenn man dann auch noch so eine Patrouillenmission hier hat in dem Sektor, ist ja mal doppelt cool. Da macht man ja mal richtig Schotter, man macht richtig gut Rang und man findet natürlich auch eine ganze Menge Loot. Ist jetzt ja nicht von dem Fluxkompensator habe ich jetzt schon wieder 3 gefunden. Die man ja für einen Zinser braucht. Alles despawned. Dann war ich zu langsam. Naja, das hat ja jetzt 3 Runden hat das ja super funktioniert. Jetzt halt gerade mal nicht. Muss euch ja auch ein bisschen was erzählen. Sauber. Hat richtig gut geklappt. Hightech-Fabrik. So, dann wollen wir mal in Sicherheit, uns in Sicherheit wiegen. Nee, was? Wollen wir mal. Wieder Kohle, Kohle, Kohle. Läuft bei mir. Ach. Zzt. Was? Rüber mit dir. Und runter mit dir. Was liegt denn da hinten? Oh, ein Fluxkompensator. Da hinten haben sie auch gefightet. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Beschädigt da. Singularitätsantrieb. Es ist eine Ehre, sie an Bord zu haben. Braucht man ja auch. Sehr schöne Sache, sehr schöne Sache. Stelle auf, 4 Minen, gibt Grundlagen. Ne, Grundlagenseminar brauchen wir nicht. Davon habe ich 80, 90 Stück. Die brauchen wir nicht. Ja, also wenn ihr Bock habt, hier Kakerlaken zu farmen, Frommer Nebel 4 ist euer Ziel. Hammer. Richtig cool. Da habe ich damals schon gefarmt und ich mache es immer noch. So, seit der letzten Folge ist, weiß ich nicht, eine Stunde jetzt ungefähr vergangen. Ein bisschen über eine Stunde. Da ist hier nicht viel passiert bei unserem Erforscher. Ist ein bisschen schade. Unser gebautes Konstruktionsschiff, unser Herkules, ist angekommen. Ich habe beim Bauen blip, mal ein bisschen abgekürzt. Ich habe... ich habe hier abgebrochen. Ja. Ich habe eine Smartship-Produktion am Start und die anderen habe ich abgebrochen. Also was ist mit dieser Kameraführung hier los? Liegt das an der Station? Ja, dieser Felsbrocken, der stört bestimmt auch. So, dann können wir jetzt nämlich mal anfangen. Wir wollten ja 4. Kopiere Sequenz. Flip. Und kopiere Sequenz. Nein! So wollen wir das. Genau. So und so ist schick. So ist schick. Konstruktionsschiff haben wir in Star. Fump. Und wir sollten ja alles da haben. Genau, Kosten 0. Weil es alles da. Sehr schön. Dann können wir die jetzt auch bauen. So, Stationskonto füllt sich auch ganz gut. Mein Konto, easy peasy. Ja. Also wir hauen hier die Kohle raus und sie kommt in Massen wieder rein. Läuft. Läuft. Ich sag einfach, der Nevidium-Handel ist der Hammer. So, und jetzt habe ich noch einen Hammer hier mit diesem Kark. Das ist ja mal richtig easy peasy cool. Und jetzt müssen wir uns befördern lassen. Ehrenwache des Xar. Jawoll. Also ich soll mit dem da sprechen. Tupman Ketwas. Tupman auf aktiv setzen. So, da sollen wir hin. Ja, kein Problem. Können wir uns nämlich importen. Teleportieren. Erreicht.
Speicher System, Dreieinigkeit. Dann haben wir Rang 20. Achso, das ist ja ein M. Da müssen wir erstmal hier drauf. Flipp. Läuft richtig gut. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Cheater. Herrlich. Ah gut, es gibt ja, ja, ich sage nur Kristalle. Ja, also es ist so gewollt, dass man viel Geld, schnell viel Geld verdienen kann. Ist ja gut, man kann ja auch ganz schnell sehr viel Geld ausgeben. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Oh, was hat denn der hier? Moral 4, Management 5, Pilot 4. Oh, hui. Kann ich dich eventuell anwerben? Wahrscheinlich nicht. Es stimmt uns höchst zufrieden, dass Sie diesem Weg gefolgt sind. Dies werden wir entsprechend honorieren. Geehrt und voller Stolz verleihe ich euch einen neuen Rang im großen Gottesreich von Paranid. Wie allen Ehren, die durch die Paraniden verliehen werden, gehen auch diese mit angemessenen Privilegien einher. Doch seid gewarnt, Verrat führt nicht nur zum Verlust eurer Privilegien, sondern auch zum Verlust eures Lebens. Da wir euch für würdig erachtet haben, glauben wir jedoch nicht, dass dies eintreten wird. Geht hinfort und erfreut euch an euren Belohnungen. Einige Organisationen in unserem Reich werden euch nach unserer Entscheidung vielleicht kontaktieren wollen. Fühlt euch gesegnet und setzt eure ehrbare Reise fort. Mögen die heiligen Flammen euch den Weg weisen. Gute Reise. Na, gute Reise. Es ist eine Ehre, sehr schön. Dass Sie hier sind. Jetzt könnten wir Handelsabonnements, die könnte ich mir jetzt ja Stück für Stück mal holen. Das wäre ja nicht das. Aber ich handle doch ja nicht, also ist es doch eigentlich. Aber ich hole das, später nach. Ich hole das später nach. Nein, gute will ich. Reise. Will ich gar nicht. So, weil ich in den Kommentaren kam nämlich die Frage, welches Schiff ist besser von den Zerstörern? Paranid-Zerstörer, Odysseus oder die Klapperschlange von den Split? Das ist eine gute Frage. Müsste man tatsächlich mal testen. Ich gucke mir mal Odysseus Angreifer. Es gibt ja Angreifer und Verteidiger hier. Also das Ding ist, ich finde es vom Design her, ey, was ist denn das hier mit der Kamera? Jetzt irgendwie hackt die immer. Ne? Ist auch ein Baumenü so. Die hat ja schon, ja, optisch schick. So, ein Vorteil sehe ich sofort, das Ding hat einen M-Dock. Ich könnte mit meiner Nemesis drauf landen. Wow. Richtig cool. Oder ich kann eine Nemesis draufpacken, kann den patrouillieren lassen und wenn da mal Action ist, dann kann ich in meine Nemesis springen und mit der dann Piu-Piu machen. Ha. Sehr schön. Gucken wir mal, was das Ding drauf hat. So, also Geschwindigkeit ist natürlich viel langsamer. Können wir direkt sagen. Weil die Klapperschlange fliegt 230. 232. Schilde. Kommen wir noch zu. Das waren sie noch gar nicht. Okay, Allround. Die 7. Nee. Wir machen mal so, wie ich das vorher auch hatte. So. Alter Falter. Das Ding hat natürlich wesentlich mehr Schilde. Also. Wesentlich mehr Schilde. Ich hatte ja 33.000 mit den normalen Schilden und bin ja aber auf knapp 60.000 mit Teladi-Schilden mit Modifikation. Also, jetzt stellt doch mal vor, wo der Schild landet, also der hat locker doppelt so viel Schild wie die Klapperschlange. Das ist ein Riesenvorteil. Dafür ist das Ding halt noch langsamer. Aber Reißgeschwindigkeit ist dafür wieder höher. Aber jetzt kommen Nachteile. Hat nur zwei Hauptbatterien. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die Kampfkraft nicht drin, im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall nur die Hälfte an Bewaffnung. Ja, hier haben wir auch eine ganze Menge. Guck mal, was hat denn der überhaupt im Angebot hier? Plasma MK1.
Ach, Herr Jemine. Wo ist denn das hier? Bin ich doof? Ah, die Dreie. Ist unten. Okay, da hätte ich natürlich gerne, damit ich hier so Piu Piu und Piu Piu. Ja, hätte ich gerne das, was es hier nicht gibt. Das ist ja eine Frechheit. So, nehmen wir Strahlen oder nehmen wir Puls? Ich muss mal gucken, was macht denn der hier an Schaden? Waffenleistung. Was? Pulsgeschütz 0,29 Schüsse pro Sekunde? Das glaubst du aber selber nicht, oder was? Ist doch kein Pulsgeschütz. Strahlengeschütz. Hat natürlich viel, viel weniger Waffenleistung, aber dafür ist das Ding halt auch gleich da. Als Pulsgeschütz klingt irgendwie doof. Aber wir machen das jetzt mal. Wir machen mal Puls. So, halt. Vier Schildgeneratoren. So, mal gucken, was das Ding dann kostet. So, das ist jetzt. Aha, das ist vorne. Großes Geschütz vorne. Da machen wir Plasma. Plasma. Was macht das hier für einen Schaden? 1000. 1000. Na? Okay. Plasma. Ist auch oben und oben. Wobei, da würde ich auch gerne die und die irgendwas Schnelles. Schrot ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir machen mal Schrot. Für den ganzen Kleinkram. Ja, Schrot ist gut. So, da auch nochmal Schrot. Schrotzen. Ja, mal schön schrotzen. Und das ist wieder vorne, Front. Da knallen wir wieder Plasma drauf. Damit wir noch drei zusätzliche Plasmageschütze haben, die nach vorne auf das Großkampfschiff draufhauen können. Das haben wir unten. Da kommt genauso Plasma drauf. Dann haben wir 3, 4, 5, 5 mal Plasma plus 2 Hauptgeschütze. Okay, so, das ist. Aha, die schießen also. Die kommen gern von hinten, die Kleinen. Ja, weil sie mir die Triebwerke zerschießen wollen. Das machen die ja sehr gern. Also, Schrot. Kommt mal nur, kommt mal nur. So, dann machen wir nochmal Schrot. Ist jetzt die richtige, wa? Ist das jetzt die richtige? Ich jetzt doof. Doch, die da. So, und dann kommt die. Plasma, naja, die werden ja kaum unter mir sein, die großen. Ich mach mal ein großes Strahlemännchen drauf. Also ich sag mal, wenn ich das Ding manuell fliege, dann ist vor mir das Großkampfschiff. Es ist nicht unter mir, nicht über mir, aber da schwirren halt überall die Jäger rum, die mich behaken wollen. Sehr schön. Die Waffen sind verdammt billig. Ich habe Angst, dass das dadurch, dass das alles Much-Waffen sind. Aber wir werden gleich sehen. Wir werden gleich sehen. So, Frachtdrohnen. Aber Reparaturdrohnen 9, eine Frachtdrohne. Da habe ich ja wieder Spaß mit der. So, Täuschkörper nehmen wir mit. Und ansonsten brauchen wir nichts. So, Captain notwendig. Hier passen viel weniger Leute drauf. Ich gerade. Wir nehmen mal 30. Ja. So, und kostet. Okay, das kostet nur 10 Millionen, das Ding. Ist aber das. Ding bauen wir jetzt. Plupp. So, easy peasy. Ist ja kein Thema.
10 Millionen. Weil meins hat. Also meine Klapperschlange hat 17, 18 Millionen gekostet. Habe ich gerade ja nicht mehr im Kopf. So, dann lassen wir die mal bauen. Wie lange braucht das gute Stück? 11 Minuten. Alles klar. Kriegen wir diese Folge also noch hin. Gut, mit Testen wurde das natürlich schwierig. Müsste man gleiche Bedingungen schaffen. Was schwierig ist. Aber weil die sind ja auch sehr langsam, die Dinger. Aber wir haben... Oh ja, Bug-Waffenleistung 11.600. Da hat die Odysseus nur 4, glaube ich. Bin mir da noch nicht so sicher. Also wenn ich selber zum Beispiel einen K angreife oder ein I, ja, dann schieße ich mit meinen Bordgeschützen, aber volles Rohr und das Ding zersicht alles. Hat halt echt wenig Schild. Da muss man halt gucken, was halt besser ist. Ja, will man länger standhalten für einen langen Kampf? Oder er hier, er ist so lahm. Okay, da steht jetzt noch gar nichts, aber Burst Waffenleistung, das ist wahrscheinlich Bug 4000. Ist ja dann bei der Klapperschlange fast die dreifache Waffenleistung mit der Frontbewaffnung. Das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein monströser Unterschied. Aber haben sie gut gemacht. Andere ist dafür langsamer und hat mehr Schilde. Weil sie eben langsamer ist. Wir gucken uns nochmal die Klapperschlange hier so an. Ich finde die ja sowieso optisch. Ist die da. Richtig cool. Dass man kein M-Schiff drauf docken kann, gut, das ist wieder eine andere Sache. Aber ansonsten, ja, unten ist jetzt nicht so viel. Ah, die hat weniger Geschütze. Aber dafür hat sie hier zum Beispiel in der Waffengruppe 1 gleich 4 Geschütze statt 2. Ja. Und 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Okay. Also ich glaube, in Summe sind es sogar mehr Geschütze. Nettes Ding. Doch, die ist schön. Aber die kostet halt richtig. Die Grundausstattung kostet ja schon 10 Millionen. Also nur der Rumpf. Dafür kriegen wir eine voll ausgerüstete Odysseus. Könnte man jetzt überlegen. Also wenn man, ich würde fast sagen, wenn man jetzt zum Beispiel seinen eigenen Komplex schützen will, da ist ja, muss man ja nicht so weit fliegen, man muss nicht so schnell sein. Dann kann man da mal eine Handvoll Odysseus hinpacken. Klapperschlange ist wahrscheinlich dann eher für aktiven Kampf, weil erstmal schneller. Wendiger habe ich jetzt nicht geguckt, ob sie wendiger ist. Ich habe ja auch nicht die besten Düsen drin. Aber wenn ich manuell selber schieße und dadurch wahrscheinlich auch besser und häufiger treffe, dann ist die Klapperschlange natürlich, hat die einen viel größeren Vorteil. Hält halt nur nicht so viel aus. So, das ist jetzt nur von den groben Werten her. Ja, es gibt ja noch 1000 andere Faktoren. Im Feld testen, weiß ich noch nicht, ob wir das mal hinkriegen können, ob wir da mal was simulieren können. Dass ich die einfach beide vor einen Xenon-Sektor stelle, speichere und dann schicke ich die nach und nach rein. Damit sie genau die gleiche Situation auf den Zeit stoppen, wie lange überleben sie und wie viel machen sie platt. Ja. Gut, Out-of-Sektor könnte die Klapperschlange auch massiven Vorteil haben, weil da wird ja nur die gesamte Waffenleistung, der Schaden, berechnet. Ja, da werden ja keine Flugbahnen und sonst was, keine komplexen Kampfberechnungen gemacht. Könnte auch sein. Aber gut, so ist es. Ja, ich glaube, kommt einfach drauf an, auf was man Bock hat. Auftrag. Rabatt freigeschaltet. Bekannter Partner. Stufe sehr wenig. Aha. Oh.
Freie Liga von Hatikwa. Haben wir Erenge, Erenge, da machen wir mal. Wo bist du denn? Da. Da soll ich hin und da ist kein Schiff. Klar ist da ein Schiff. Das habe ich da extra hingeschickt. Warte mal, wo ist meine Schrotze? Da. Ach, habe ich hier stehen. Was ist denn da los? Teleportieren. Wir wollen Action. Erreiche System. Hatikwas Entscheidung. So, pass auf. Nemesis, Angreifer. Das wäre mal richtig cool. Erklär mal. Dann kann ich euch die hier gleich mal in Aktion zeigen. Die Schrotwumme, die habe ich nämlich schon am Tor da hinten getestet, ausgiebig, und da kam dann, da kam ja immer mehr, da kamen immer mehr Feinde, und deswegen habe ich, ja, leichten Hüllenschaden, könnte man sagen. Den habe ich noch nicht repariert. Meine Hülle sinkt immer weiter, was ist jetzt los? Ach nee, ach Quatsch. Oh, ey. Manchmal, nur manchmal, habe ich einen Vollknall. Ich hatte 76% und die werde ich immer noch haben. PP, das waren 1, 2, 3, 4, mindestens 4 Ps. Das ist nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Ja, die ist natürlich ein bisschen langsamer. Die hat noch keine Split-Triebwerke drin. Natürlich im Nahkampf, weil da sind die Schrotdinger natürlich monströs. Ey, du haust da jetzt wohl nicht ab. Ey, das ist doch unfassbar. Schissbüchse. Bäum. So. Ah, die überhitzen halt auch sehr schnell, ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Okay, das war's. Aber wenn man schön schnell ist, schön nah ist, dann rumsen die Dinger so rein. Der einen Schiss hat. Easy game. Okay, das war's. Keine Feinde mehr da. Alle erledigt. Tuning Software. Wow, ist hier das Licht. Erweitertes Tralala. Major, Interface, alles unwichtig. Jetzt gucken, dass ich vorm Despawn die guten Sachen kriege. Wenn gute Sachen da sind. Ey. Ah! Das ist doch schon wieder ärgerlich. Danke für Ihre Hilfe. Aha. Ja, jetzt? Ach, sie suchen Streit. Na, hier sehen wir eine Odysseus in Aktion. Ja, Jäger sind dafür zu schnell. Ich hätte warten sollen, bis er näher dran ist. Genau so. Container. Jawohl.
Fliegeneier. Ach, ist alles schon am Despawnen hier. Schade, schade, schade. Na gut, das war ja alles schon da. Das war ja alles schon da. So, dann wollen wir mal. Genau. Autopilot. Flup. Eingeschaltet. Autopilot. Mal gucken, ob er es hinkriegt. M. Oh. Autopilot. Ausgeschaltet. Na komm. Put, 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 put. Autopilot. Danke für Ihre Hilfe. Ah, wie auch plus eins. Wir werden schon wieder Freund von allen, habe ich das Gefühl. Nein, natürlich nicht. Familie Zyort ist Feind. Und neben den Xenon ist das da oben bei der, bei den freien Familien auf jeden Fall genug. Autopilot? Ist okay bei dir? Autopilot. Nee, ich mach den mal aus. Ausgeschaltet. So, mein Nividium, der Nividium Bergbau, der hat schon ein paar Problemchen gehabt. In dem Sektor hier. Oh, da müssen wir immer hier hoch. Oh, was ist das für ein cooles... Was ist das für ein cooles Dock? Das ist doch ein 8er. Ich glaube, das ist ein 8M. Das will ich haben. Das will ich haben. Das ist nämlich super. Ey. Komm. Ha. Ha. Das wollte ich damals schon haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das... Ich glaube, das gab es nur bei denen. Und bei denen war ich nicht so... nicht so beliebt. Ich grüße Sie. Ich grüße dich auch, mein Freund. Tja, Samira führt ein Multikulti-Unternehmen. Hier haben wir alles. Splitter, Gon, Teladi und sportliche Leute. Paraniden natürlich. Also, du musst doch gut trainiert sein hier, oder? Na, guckt euch das an. Ingenieurwesen, fast 3 Sterne. Hallo. 763.000. Ja, da kannst du weiter machen so drauf gucken. Gut. Ja, mach's gut. Mach weiter deinen Sport. Wenn es dich im Sale gibt, ja, kannst du nochmal anrufen. 700.000. So, plam. Also Pilot mit 3 Sterne. Das wäre vielleicht... Ja, da würde ich drüber nachdenken. Hat auch so viel. Schön, Sie zu sehen, Freund. Na, finde ich auch. Hatikwa verfolgt Ihre Taten schon seit einiger Zeit. Wir sind uns einig, dass Sie mehr verdienen als bloße Beachtung. Ich bin erfreut, Ihnen einen neuen Rang innerhalb der Freien Liga von Hatikwa zu verleihen. Natürlich geht dieser Rang mit einer Reihe von Vorteilen einher. Diese Vorteile sind an den Rang gebunden. Sie werden sie verlieren, wenn Sie den Rang verlieren. Wenn ich mir aber Ihre Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Diese Belohnungen passen zu den Anstrengungen, die Sie unternommen haben. Machen Sie das Beste daraus. Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns schon auf Ihre zukünftigen Erfolge. Viel Glück da draußen. Na, jetzt bin ich ja Freund der Söldnergilde oder was stand da eben? Irgendwas mit Söldnergilde. Schön, Sie zu sehen, Freund. Lizenzen. Was gibt's denn hier? Nur an... Was? 1 Million? Naja, gut, die haben ja auch nicht Fälle. Viel Glück da drauf. Schön, Sie zu sehen. Blaupausen. Was habt ihr denn eigentlich im Angebot? Module? Na, no, kann ich ja mal Drohnenimperium aufbauen hier. Birmos. Chitonius. Honigfresser. Blaupausen für Schiffe. Brauche ich alles nicht. Nee. Viel Glück da draußen. Juhu. Wollen wir mal gucken hier. Präzise. Ein paar schöne Quests. Scanne Station. Gibt aber auch plus Kohle. Was meine ich mehr? Halt. Hier rüber. Oh, da sind schon wieder die Kakis am Werk. Fluxkompensator. Ach, ist die Spawn schon wieder alles. Alles klar.
So, du bist da. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was machst du? Ach so, stimmt, stimmt. Du bist ja, du bist derjenige, welch. Alles klar. Ja, guckt euch das mal an. 10% Smart Chip Produktion, ja, hatten wir gestern bei der, in der letzten Folge auch, und da waren es dann noch 46 Minuten. Hier sind es nur noch 16 Minuten. Weil nämlich das eine Konstruktionsschiff, das ich da angeheuert habe, viel zu wenig Baudrohnen dabei hatte. Und das ist jetzt die Geschichte. Also geht das jetzt wesentlich schneller. Sehr schön. Sehr schön. Dann dauert es nämlich keine 4 Stunden, sondern nur 1 Stunde. Aber wir wollen das Ding ja auch erweitern und nicht alt und grau werden. Ah, die Odysseus ist fertig. Boom. Jetzt können wir uns die Werte mal angucken. Okay, 5600, also die Hälfte an Waffenleistung. Dafür sind die Schilde natürlich höher. Die machen wir jetzt auch noch ein bisschen höher. Ansonsten nimmt sich das alles nicht sehr viel. Aber jetzt will ich mal gucken. Tatsache, die Service-Mannschaft fängt tatsächlich mit 1 Stern an. Ja gut, hier 1,5. Also müssen wir ein bisschen kämpfen lassen, damit hier alle leveln und die dann das Schiff auch ordentlich bedienen können. Da müssen wir Fighting, Fighting. Aber jetzt noch nicht. Jetzt schicken wir das Ding erstmal zum Ausrüstungsdock. Ausrüsten. Ja, jetzt könnte man die einzelnen auch noch austauschen, aber das machen wir jetzt nicht. 92, 101. Okay, so eine großen Unterschiede macht es jetzt nicht. Obwohl das schon ordentlich ist. Und dann kommen noch maximal 20% drauf. Ja, durch die einfache Schildmodifikation. Und dann sieht das doch schon. Jawollo. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nö. Nö, nö, nö. Ich würde sagen, nö. Ich sage einfach mal nö. Gucken wir uns das Ding. Ist natürlich noch langsamer. Wenn auch nicht viel. Gut, dann kostet fast gar nichts. Kostet tatsächlich 0. Preise sind gleich. Alles klar. Dann bewegen Sie sich mal. Der wird ja jetzt gefühlt ein halbes Jahr brauchen, um da hinzukommen. Dann können wir uns über unseren Kontostand freuen. Wir kaufen und kaufen und kaufen und es wird nicht weniger. Ich überlege gerade. Tikwa, Tikwa, Tikwa. Stimmt, ich wollte. Ja, ja, ihr kämpft mal da schön. Ich brauche mal kurz. Ich brauche mal kurz. Ich brauche mal kurz. Hier. Die hier. So, da kann ich natürlich nicht rein, weil die wieder im Untergeschoss wohnt. So. Erreiche System. Formalisiert. Split sein beschäftigt. Ja. Nicht jetzt. Nicht jetzt, ich weiß. Ich weiß. 97% Hülle, Frechheit. So, jetzt. Split dich grüßen. Jo. So, dann docken wir mal wieder an. Hightech-Fabrik. Ich sehe es gerade. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen rüber. Da sind die Signalleuchten. Sie werden vernichtet werden. Das ist ein Filler? Ja, alles gut. Halt, was ist das? Erfolgreich angedockt. Crew mit 1 Stern. Ach, Quatsch. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Flip.
irgendwie immer falsch. Sehr schön, wieder Kohle. So, wer bist du hier? Oh, hier habe ich nämlich die Bar schon freigeschalten. Den Schwarzmarkt. Jetzt muss ich mal gucken. Aha. Kann ich helfen? Bitte sehr. Gefährtzünder. Das habe ich. Ah, jetzt kann ich hier schon ein bisschen mehr. Kann das sein? Genau. Waisensätze plus 10 verbündet. Kann ich schon ein bisschen mehr machen auf dem Schwarzmarkt. Bitte sehr. Aber immer noch nicht genug. Sicherheitsschneider zum Beispiel hätte ich gerne verkauft jetzt, aber will er nicht. Okay. Split wünschen Ruhm und Ehre. Brauche ich wahrscheinlich dann 20. Gut, das war der Test. Das ist auch wieder eine Odysseus. Was liegt hier? Einfache Waffenkammer. Na, hallo. Schnappen wir uns. Waffen, also Schilde modifizieren. Da brauchst du nicht Fülle. Aber Waffen. Alleine, wenn ich jetzt an das eine Schiff hier denke, wie viele Waffenkammern ich brauche. Ja, für jede einzelne Waffe, wenn ich die pimpen will. Genau. Du, ich bin der Maximalheld hier. Container. Sehr schön. Doch zwei. Aha. Container. Oh. Nett. Hier sind gleich mal 2 von 3 Sinzerteilen. Ich habe das Gefühl, seitdem ich den Sinzer gebaut habe, droppen die viel häufiger. Aber es ist nur so ein Gefühl. Fluxkompensator, die brauchen wir nicht. Haben wir zumindest genug von. Das klingt ja nach Tor. Ja, nicht. Oh. Sehr schön. So, dann können wir jetzt nämlich auch anfangen. Bauplanen. Was rumst. Ich mag das immer nicht. Pass auf, wir machen das anders. So. Split dich grüßen. Jo. Du. Docke mal da an. Und ich. Nicht. In irgendeinem Sektor, wo ich nicht wichtig bin, wo ich nichts kaputt machen kann. Hier. Zack. Erreiche System. Drei Einigkeit. Repariere 2. Ja, alles klaro. 2 Datenlecks an der Smartship-Fabrik reparieren und dafür gibt es ein Seminar. Pilotenseminar, Schiffssteuerung mit 2 Sternen. Also können wir auf 3 Sterne denn. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Das ist doch mal.
Brauchen wir nicht 700.000? Nee. Nee. Alternative Waffen. Ja, die habe ich, die instabilen Kristalle, aber nicht für einen Stern. Die kann ich überall kaufen. Aber zwei... Ey, wo soll ich denn hier hin? Also da ist kein Ziel. Ach, dahin? Ah. Ja, dann fliegen wir mal mit der Drache. Die ist ja auch schneller. Abdocken. Uhu. Sauber, sau. So, da kam das automatische Speichern wieder dazwischen. Weil mein Aufnahmeprogramm nimmt das ja dann nicht auf, da kann ich erzählen, was ich will. Da müssen wir lang. So, das ist wieder ein ganz anderes Schiff hier. Aber das ist wendiger, oder? Wendiger als die Nemesis? Mehr Waffen, aber halt schildtechnisch eine totale Null. Flup. Fliege zu HE gen Local Highway Entrance. Aha. Da haben sie den Namen. Oh, da war ein Datentresor. Habt ihr das gesehen? Hallo? Autopilot ausgeschaltet. Oh, Autopilot hat wieder mal total versagt. Signalquelle. Machen wir. Für ein Zweierseminar auf jeden Fall. Es gibt ja noch 3- und 4er-Seminare, aber sehr, sehr selten. Und wenn man sie bei Kämpfen aus Loot haben will, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Xenon und Karg platt machen, weil ich glaube, da habe ich sowas noch nicht gesehen. Da muss man schon reelle, lebende Feinde haben. Eine Maschine braucht kein Seminar. Die braucht ein Update, ein Patch. Was gucken wir mal. Erstes hier. Vielleicht reicht es ja sogar schon. Oh, stimmt, die bremst ja so langsam. Alles klar. Blub, blub, blub. Drache, Binderer. Ich dich grüßen. So. Was? Bombenwerfer ist aktiv. Ganz sicher nicht. Genau, der Bombenwerfer. Das war's. Sehr geil. Ich habe jetzt ein 2-Sterne-Seminar. Ich habe nämlich noch, also keins mehr, sagen wir mal so. Ich habe keins mehr. Da. Mit 2 Sternen. Ich habe auch schon 3 Sterne gefunden. Ja, das habe ich, glaube ich, von Familie Zyart, wo ich die bekämpft habe. Vielleicht sollte ich mit denen mal wieder ein bisschen rumbäschen. Die Kampfkraft habe ich ja. Ich dich grüßen. Weil ich brauche da ja nicht selber fliegen. Ich kann doch jetzt direkt wieder irgendwo hin. Aha, du bist noch on top. Sehr schön. Was macht denn eigentlich meine Odysseus? Zeig mal her. 101.000. Alles klar. Achso, hier kriege ich im Ausrüstungsstock kann ich ja wieder nicht. Stimmt, dann müssen wir zur Schiffswerft. Dahin. Aber wir können ja mal auf die Brücke gehen. Oh, ist da. Ja. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Zerstöre 9 Schiff. 9 Xenon-Schiffe. Krieg 600.000. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Kein Thema, machen wir.
So, schauen wir mal. Na, sehr schön. So, und ihr seid hier alle sehr... Naja. Naja. Ihr habt es halt einfach noch nicht drauf. So, dann machen wir mal das und das. Ist schon nice. Sieht ein bisschen aus so wie so eine futuristische Waffe, ja? Mit dem M-Dog und bei meinen Smileys drauf. Schön. Immer lächeln, auch wenn dein Feind sich daran nicht erinnern kann. Säuberling. So, ich hab doch... Wen hab ich denn gerade? Ich muss hier nämlich aufpassen, dass ich keinen Mist baue. Da. Na, nicht, dass du hier noch einen Ärger kriegst. Ducke an. Oh, nächste Quest. Karg. 7 Karg. Klar. Mach ich doch sowieso. Das mach ich doch sowieso. Könnte ich ja schon mal ins Kakerlakenland. Weil nein, wir schauen mal. Der ist ja sehr, sehr langsam. Aber der hat M und S-Docs. Das ist natürlich. Das ist natürlich schon eine coole Sache. Gut, ich flieg mal zur Schusswerft. Werde mal hier noch eine Mod drauf schmeißen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Das sieht doch mal richtig cool aus gerade hier. Da muss ich doch mal Screenshot machen. Mir fällt das. Voll schön. Hey, komm ich da irgendwie vorbei? Ja. Wow. Cool. Wie planst du jetzt hier durch dieses Tor zu kommen? Du da unten? Na, bei den Fingern wundert mich ja nichts. Wie willst denn du das Schiff steuern? Hallo? Okay. Ich weiß, du fließt jetzt erstmal 10, 20, 30 Kilometer in die Richtung, dann drehst du um und dann fließt sich... von hinten ran. Ach Mann. Ja, also ab L-Schiffe ist das ganze Highway-System naja, für den Arsch. Ja, doch, kann man sagen. Es ist total für den Arsch. Und es nervt tierisch. Weil die brauchen enorm viel Zeit, um da durchzukommen. Wo sie durch ein Tor einfach durchgesprungen werden, ja, und dann ist doch auch bloß ein Tor. Sektor. Ist der schön? Ist das schön? Ich finde das voll schön. Gut, ich bin noch gewundert jetzt. Alles klar, Leute. Dann bis morgen.